will ein Aufgebaut-Video machen. Ich will so gut es geht, nicht, wie sagt man das nochmal, nicht hinten nach sein. So, also, ich fange auch gleich mal an, damit das zackig geht, weil ich wollte eigentlich so früh wie möglich wegfahren, weil ich noch was umtauschen wollte, aber ich versuche jetzt mal, die Videos schnell vorzudrehen. Ich hoffe, euch ist das dann nicht zu schnell, weil ich wollte unbedingt noch was erledigen, bevor ich meinen Nageltermin habe. Also, ja. Ich habe ich zeige euch als erstes die Reinigungstücher, die ich immer da am Schminktisch habe. Die habe ich leer gemacht. Dann habe ich leer gemacht die Aktivkohle Reinigungstücher. Ich fand die nicht so gut. Ich habe die zum Abschminken verwendet. Das Problem war halt, die Tücher waren schwarz. Und man hat halt nicht gesehen, wie viel Make-up man noch oben hatte oder was jetzt gerade alles runterging. Also weil sie schwarz waren, hat man das nicht so gut gesehen. Ich glaube auch, ich würde sie mir ehrlich gesagt nicht nochmal nachkaufen. Ich weiß auch gar nicht, ob es sie noch bei meinem Müller, wo ich arbeite, gibt. Ich habe sie auch gar nicht mehr gesehen, aber ich glaube, ich würde sie auch nicht mehr kaufen. Ich habe überlegt, wieder zu diesen Pure Camille Reinigungstücher zurückzugehen, aber dazu in einem anderen Video mehr. Dann habe ich hier eine Maske, das ist die Himbeermaske von Schebens. Ja. Ja, gibt's ja nicht mehr, die war mal limitiert. Ja, ich glaube, ich habe noch ein paar Backups, aber mehr kann man dazu eh nicht sagen. So wie zu dem, das habe ich wieder aufgebraucht. Das ist mein Augen-Make-up-Entferner, den ich eh immer wieder benutze und immer wieder aufbrauche und immer wieder nachkaufe. Den liebe ich. Den liebe ich wirklich. Würde ich mir auch immer wieder nachkaufen. Dann habe ich hier ein Duschgel leer gemacht. Das sieht so aus. Viele werden das kennen, da gab es so einen Riesenhype drum. Ich muss sagen, ich fand es jetzt nicht besonders. Ich habe das ja von meiner Cousine geschenkt bekommen, weil ich es nie ganz so erwischt habe, das Duschgel. Es hat gut gerochen, aber ja, also was soll ich sagen, es haut mich jetzt nicht um. Ich finde das Design natürlich süß, aber mich hat es nicht, ehrlich gesagt, vom Hocker gehaut. Dann habe ich noch ein Spülmittel aufgebracht. Normalerweise zeige ich ja keine Haushaltssachen her, aber aua, mein Gesicht juckt. Aber das mag ich sehr gerne, das ist von Teddy. Würde ich mir sogar nochmal nachkaufen, wenn ich zu einem Teddy komme. Dann habe ich hier von Schebens die Kirschmaske aufgebraucht. Die sieht so aus. Die mag ich nicht so. Die ist nämlich so, also die hat so eine gelige Textur. Irgendwie mag ich die nicht so gern. Ich glaube, ich habe aber noch ein paar Backups. Dann habe ich eine Tuchmaske aufgebraucht. Die sieht so aus, von meiner Lieblingsmarke eigentlich, von dieser The Cream Shop. Ist leider wieder die einzige, die ich geschafft habe. Ich verstehe mich da selber irgendwie nicht, besonders jetzt zu der Jahreszeit, aber die war sehr gut. Die war wirklich gut. Die hat auch sehr angenehm gerochen. Ich habe auch noch ein paar Backups, weil das sind ja immer 5er Packs beim TK Maxx. Ich bin froh, dass ich zurzeit keine finde, weil ich würde die mir wieder kaufen, glaube ich, egal wie viel ich habe. Dann habe ich eine Deklaré-Probe, Deklaré-Probe aufgebraucht, so. Das war ein Serum. Fand ich nicht so gut. Also, ich fand das sehr klebrig. Irgendwie hat mir das überhaupt nicht gefallen. Also, ich weiß nicht, Deklaré ist nicht so meine Marke. Das Reinigungspuder schon, das habe ich ja auch schon mal gehabt, aber das, die Gesichtspflege allgemein, ich weiß nicht so recht. Dann habe ich ein Duschpeeling leer gemacht, ihr kennt das, Melone, das gab es ja letztes Jahr als Limited Edition. Ich weiß gar nicht, was es jetzt aktuell gibt. Und ich werde mir auch gar nichts kaufen, weil ich habe noch so viel, dass ich leer machen muss. Ich habe das jetzt wieder in Verwendung, weil ich noch so viele Backups davon habe, aber ich werde mir dabei nichts anderes nachkaufen. Wirklich nicht, weil ich so viel habe. Dann habe ich hier ein Reinigungsshampoo, also dieses Tiefenreinigungsshampoo aufgebracht von Swissobar. Das muss ich mal unbedingt wieder nachkaufen, weil ich habe keins mehr. Und langsam merke ich, jetzt geht's, weil ich mir mit dem Macadamia die Haare gewaschen habe. Das Problem ist, meine Kopfhaut trocknet total aus. Also wenn ich jetzt so machen würde, würde es total runterschneiden von meiner Kopfhaut. Ich habe sogar so richtige Stellen, was so richtig krustig sind. Also irgendwas stimmt da nicht. Entweder verträgt meine Kopfhaut das Shampoo nicht, was ich eher glaube. Oder ja, deswegen, ich brauche das unbedingt wieder. Ich hoffe, wenn ich heute zum Müller komme, vergesse ich nicht drauf, weil ich brauche das dringend wieder. Dann habe ich ein Duschgel leer gemacht und da war ich echt traurig, dass das, oh Gott, dass das leer worden ist, weil das mochte ich sehr, sehr gern. Das sind diese Sakuran-Duschgele, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Das war echt gut. Das war, ich glaube, es gab nur eins von denen, das ich nicht mochte und bis jetzt alle. Und ich komme nicht dran an die. Ich weiß leider nicht, wo ich die noch herkriegen soll. Leider. Ich würde es mir nämlich nachkaufen.
Dann habe ich ein Rasiergel aufgebraucht, was ziemlich eklig ausschaut. Und ich muss sagen, das war widerlich. Ich würde mir das auf gar keinen Fall nachkaufen. Ich mochte diesen Pfirsichduft überhaupt nicht. Ich war froh, dass ich das so schnell leer gemacht habe. Ja, wir haben auch Sommer, aber ich war echt froh, dass das so schnell leer gegangen ist. Die Verpackung ist wunderschön. Bei Balea kann man eh nicht meckern, was die Verpackung betrifft. Aber ich mochte den Duft überhaupt nicht. Ich fand den Duft so schrecklich. Also ich würde mir das auf gar keinen Fall nachkaufen. Das ist nicht mein Pfirsichduft. Wirklich nicht. Dann habe ich ein Duschgel leer gemacht von Yves Rocher. Ihr wisst, dass ich die Marke liebe. Ich habe auch noch ganz viele Backups von ganz alten Duschgels auch noch. Mein Bruder ist so lustig, er hat mir vor kurzem eine Bodybutter abgenommen, die ich nicht benutzen mag. Und ein Duschgel von Yves Rocher, weil er mag dieses orange Duschgel genauso gern wie ich. Ja. Und ja, muss ich mal ein Video drüber beim Aussortieren. Ich hoffe, ich vergiss das nicht. So sieht das auf jeden Fall aus. Das war dieses Himbeer und Pfefferminz war das. Das war gut. Es war wirklich gut. Aber ich habe so viel, ich werde es mir nicht nachkaufen. Ich habe ja auch jetzt Gutscheine, wo man sich Duschgele holen könnte, aber ich darf nicht. Ich darf wirklich nicht. Ich muss erst welche aufbrauchen. Von der Größe habe ich jetzt noch das Kokos. Und dann werde ich mal meine ganzen anderen aufbrauchen, die ich noch habe. Das wird wirklich Zeit. Dann habe ich hier einen Badezusatz leer gemacht von Aveo. Den fand ich okay. Der war jetzt nicht speziell. Also ich kann mich jetzt nicht irgendwie so dran erinnern an den Badezusatz. Ich habe auch dieses Mal noch mehr Masken aufgebraucht. Das, wo ich jetzt weniger Masken verwende, kommt erst ab Juli. Ja. Weil das ist ja von Juni. So, dann habe ich noch eine, weil ich gerade die Maske in der Hand habe, deswegen ist mir eingefallen, die Kirscheweißer-Tee habe ich noch aufgebraucht, weil ich auch versuchen will, mehr Tuchmasken zu machen. Deswegen will ich weniger Crememasken verwenden. Und das habe ich euch im letzten aufgebraucht, wie ihr schon erklärt, weil ich einfach will, dass meine größeren, ich habe so viele große Masken, ihr habt ja den kleinen Hawksdorf-Hall gesehen und so, also ich muss wirklich ein paar Masken aufbrauchen, wirklich, und keine mehr nachkaufen, so gut es geht. Was gar nicht funktioniert hat, aber was soll's. Ja, zurück zu der Maske. Das ist ja die Kirscheweißer Tee, die habe ich ja geliebt. Da habe ich noch ganz viele Backups, Gott sei Dank, weil die liebe ich wirklich. Ja, mega spannend. Habe ich einen Backwaschlappen aufgebraucht und große Wattepads. Die brauche ich euch ja nicht so genau zeigen. Die interessiert eh keinen. Dann habe ich hier eine Maske von Dermacol aufgebraucht. Auch von Klein Hawksdorf ist die Marke. Ihr habt sie sicher in meinem Haul in dem letzten... Ich kann gar nicht Deutsch. In dem letzten Haul gesehen, da habe ich mir ja Duschgele und so gekauft. Die Maske fand ich aber ehrlich gesagt nicht so besonders. Also Masken würde ich mir von der Marke nicht nachkaufen. War nicht so meins. Dann habe ich eine Mini-Größe von diesem Biore Aktivkohle-Reinigungsgel aufgebraucht. Das war so geil. Das war so geil. Ich hatte so Probleme mit Pickel und das hat das wirklich gut in den Griff bekommen. Deswegen sollte ich irgendwann einmal meine ganzen Reinigungsgele leer haben, würde ich mir das sofort nachkaufen. Das ist echt gut. Und ich mag den Duft davon. Einmal Hofer Wattepads. Dann habe ich hier noch Haarau Lippenstift. Ein Badezusatz. Boah, der riecht so stark. Den mag ich sehr gerne. Das ist auch einer von der Veo. Der ist aber auflassen worden, leider. Da habe ich mir ja damals so viele gekauft, wo die rausgegangen sind. Dann habe ich hier diese Nose Straps von Mutante Jeunesse. Die benutze ich ja zwischendurch. Ich habe gesehen, ich habe davon noch eines jetzt, was ich benutzen muss. Und dann habe ich aber noch ein Bagger gefunden. Ich habe schon gehabt, ich habe keine mehr von denen. Ich bin mit denen im Zwiespalt. Manchmal funktionieren sie und manchmal eben nicht. Da mag ich aber die von Biore einfach lieber, weil die einfach besser wirken. Finde ich jetzt. Dann habe ich eine Seife leer gemacht, wieder von Dermacol. Also, beziehungsweise die Marke Dermacol. Das ist die Seife war Hammer. Die habe ich jetzt noch Gott sei Dank im Backup, weil ich weiß nicht, wann ich wieder nach Klein Hawksdorf komme. Die war so gut. Ich bin verliebt gewesen in die. Wirklich verliebt gewesen in die. Dann habe ich hier noch zwei Proben, die total widerlich ausschauen, aber was soll's. Einmal von Malice Müller ein Shampoo. Das war das Daily Repair Shampoo, mochte ich überhaupt nicht. Das fand ich wirklich, wirklich nicht gut. Also mir hat es nicht gefallen, meine Haare waren total fettig danach. Nee, würde ich mir nicht kaufen. Die sind so teuer, diese Shampoos, also würde ich mir nicht nachkaufen. Dann habe ich noch eine, ach jetzt reicht aber. Mit dem Lippenstift. Da kommt noch was raus. Ich fasse es lieber oben an. Das war eine Cremedusche. Nein, warte mal. Schönheitsdusche. Okay, auch gut. So sieht das aus. Von Veleda. War jetzt nichts Besonderes. Finde ich persönlich. Also ich fand es jetzt nicht so besonders, aber ja.
dann habe ich mein Trockenshampoo aufgebraucht, das kennt ihr. Es gab diesmal wieder eine Aktion und ich habe mir aber diesmal keine mitgenommen, weil ich jetzt noch 4, glaube ich, habe. Und deswegen warte ich, bis die nächste Aktion einfach ist. Ihr wisst, ich liebe das. Das gibt es leider nur bei Müller, komischerweise. Aber ich liebe das. So, dann habe ich aufgebraucht ein Handdesinfektionsgel. Das war in meiner Arbeitsding. Also ich habe da ja so einen Taschen auf der Seite und da habe ich das drin gehabt. Das ist von Primark gewesen. Das ist dieses Raspberry Ripple. Jo. Ich habe da auch noch ein Backup. Ja. Aber die von The Bath and Body Works sind viel, viel besser natürlich als die. Aber die sind eine gute Alternative, wenn man halt an die nicht rankommt. Machen wir zuerst noch die zwei Masken. Da habe ich noch die Balea Tropical Dream Maske. Die sieht so aus. Die war wirklich gut. So gut, dass ich mir noch ein paar Backups gekauft habe, bevor sie wieder weg ist. War ja klar. Und dann die mutantische Nasty Berry Berry Mood Mask. Ich bin mit der irgendwie auf Kriegsfuß, weil am Anfang mochte ich sie so gerne und dann habe ich mir so viele Backups gekauft und irgendwie weiß ich nicht. Manchmal erwische ich eine, die finde ich wieder gut und die war wieder irgendwie bäh. Also keine Ahnung, woran das liegt. Dürft ihr mich nicht fragen. Dann habe ich ein Dann habe ich das Make-up Factory Fixierungsspray aufgebraucht. Meine Güte. So sieht das aus. Kennt sie schon, habe ich schon mal leer gemacht und ich liebe es. Das einzige Problem ist, der Sprühnebel ist gut, aber das Problem ist, ich habe das dann alles am Rand oben. Das passiert mir beim MAC und bei dem Love, was ich jetzt verwende, das war ein Tester, das habe ich mir nehmen dürfen, nicht. Also bei dem schon. Und ich mag aber von dem den Duft so gern. Ich habe jetzt genug Fixierungssprays, deswegen kaufe ich mir das erstmal nicht nach. Sollte ich aber die anderen leer haben, würde ich das vielleicht sogar nachkaufen. Weil ich einfach den Duft davon mag. Es ist einfach so. Dann habe ich leer gemacht. Das war so steinalt und ich bin so froh, dass ich es leer gemacht habe. Ich habe mit Mühe und Not dieses Plastik da runtergenommen und habe den Rest noch rausgekratzt von dem Puder, weil ich so einfach nicht... Da ist nämlich eine Öffnung drin. Das war mal von P2, das war mal eine Limited Edition. Ja. Ich glaube, ich werde das sogar aufheben. Klingt vielleicht ein bisschen psycho, aber ich glaube, ich werde das waschen und aufheben und vielleicht... ich weiß nicht. Ich will das nicht wegwerfen, weil wir haben kein P2 mehr in Österreich und... Ja. Ich finde es schade, dass das nicht mehr gibt. Ich mochte das sehr, sehr gern. Ich fand auch die Verpackung so süß, weil das irgendwie so ausschaut wie ein Mini-Zelt, aber... Ich habe es leer gemacht und darauf bin ich, also da bin ich echt stolz auf mich, dass ich das geschafft habe, weil das Problem war, es war nicht leicht, das leer zu kriegen. Wirklich nicht leicht, deswegen bin ich umso stolzer, dass ich es geschafft habe. Ja, bin wirklich sehr, sehr stolz, dass ich es geschafft habe, weil ich das schon sehr, sehr lange hatte und ich wollte es nicht wegwerfen. Ja, dann habe ich aufgebraucht ein Mini-Serum, wo mir dann später aufgefallen ist, ich hätte es nicht nehmen sollen, weil es für Haut gewesen wäre, die schon im... Ich sag's jetzt geradeaus. Es ist eher für Damen, die schon im Wechsel sind. Also die, was Hautirritationen bekommen oder bla bla bla, wegen im Wechsel. Und ich habe jetzt noch die anderen Duben hier stehen von der Serie. Die werde ich meiner Mom geben, weil ich habe das jetzt noch aufgebraucht. Das war ein Serum. Ich kann auch dazu nicht so viel sagen, weil bei mir hat das eben keine Wirkung gezeigt, weil ich ja noch nicht im Wechsel bin, Gott sei Dank. Drei Sachen habe ich noch, dann haben wir es geschafft. Ich muss nur die Ruhe im Auge behalten. Ein Mini-Deo habe ich leer gemacht. Ihr kennt das habe ich ja schon öfter aufgebraucht. Mir ist das Ding wieder rausgefallen. Kurz vorm Schluss, wenn das schon ganz, ganz dünn ist, dieses Deo-Ding, fliegt mir das immer raus. Und wenn es am Boden landet, benutze ich es natürlich nicht mehr. Aber ich liebe diesen Deo-Stick. Und das Positive ist, es gibt ihn in groß. Ich habe ja immer gejammert, dass es den nicht in groß gibt. Und jetzt gibt es ihn in groß und ich kann nicht glücklicher sein als jetzt. Ich habe jetzt noch leider einen von Calvin Klein, den ich jetzt noch aufbrauchen muss. Aber ich werde mir den auf jeden Fall in groß nachkaufen, wenn der Calvin Klein leer ist. Was noch lange brauchen wird, aber egal. Dann habe ich aufgebraucht und da hat mein Herz geblutet bis zum geht nicht mehr, weil ich konnte es nicht mehr bestellen. Von Biotherm. Dieses Balm to Oil, was ihr auch von Clinique sicher kennt, das hat denselben Effekt. Deswegen habe ich mir auch schon überlegt, ob ich mir das von Clinique vielleicht kaufe nächstes Mal. Weil das war wirklich, wirklich gut. Ich habe jeden Mini-Mini-Rest da versucht rauszukratzen. Ich fand das so, so gut. Ach, der Duft geht noch an. Ich habe das jetzt nicht so komplett zum Abschminken verwendet, sondern... Wenn ich mich abschminke mit meinen Reinigungstüchern, mit meinem Augen-Make-up-Entferner oder mit dem Lippen-Entferner, da was ich jetzt habe von MAC,
Dann wasche ich noch mein Gesicht und gebe auf die trockene Augenpartie und Augenbrauen, weil ich die Augenbrauen nie abbekomme, den MAC Augenbrauen Gel-Dings da, habe ich das immer, also habe ich meine Augen damit komplett einmassiert und habe dann die restliche Mascara und meine Augenbrauen auch abbekommen. Deswegen mochte ich das so gerne. Also deswegen kam ich auch so lange damit aus, weil ich glaube, wenn ich es jeden Tag fürs ganze Gesicht verwendet hätte, wäre ich nicht so lange damit auskommen. Mit dem bin ich sehr lange auskommen. Es geht mir ab. Es geht mir wirklich ab und ich bin verdammt traurig, dass das leer worden ist. Wirklich traurig. Aber ich habe jetzt ein anderes von Biotherm in so Mini. Das ist dieses Öl, dieses Reinigungsöl. Das ist auch sehr geil. Also wenn das leer wird, glaube ich, werde ich auch traurig werden. Dann habe ich noch urviele, die ich noch aufbrauchen muss. Ich habe auch das große von Lancôme jetzt noch. Und ich weiß nicht, vielleicht kaufe ich mir das noch nach. Aber ich will erstmal Sachen aufbrauchen, bevor ich mir solche Reinigungsdinger nachkaufe. Mein letztes. Und ich bin so stolz auf mich. Aber ich vermisse den Duft total. Ich vermisse den Duft so, so sehr. Nur, wenn ich an den rieche, also wenn ich an den gerade so, kommen da ganz, ganz viele Erinnerungen hoch. Wo ich bei meinem Opa war, wo der Opa gestorben ist. Dieser Termin beim Notar. Ja, ganz, ganz viele Erinnerungen. Gute sowie schlechte. Das ist ein sehr neuer. Deswegen, ich werde die Flasche auf gar keinen Fall wegwerfen. Weil das war ein Duft, den es auf einer Erotikmesse gab. Schande. Das war meine erste, wo ich damals war. Und da habe ich den Duft gesehen und der hat ihn mir aufgesprüht und ich habe mich sofort in ihn verliebt. Die Flüssigkeit war gelb. Ich glaube, ihr könnt euch noch an den Duft erinnern. Ich hatte ihn in einem Herbstfavoriten. Aber ich habe ihn jetzt im Sommer auch verwendet. Ich hatte ihn so oft getragen, dass ich ihn nicht mehr kochen habe, leider. Deswegen bin ich froh, dass ich ihn jetzt noch rieche, wenn ich da so dran schnupper. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Ich liebe diesen Duft. Ich bin urstolz, dass ich den leer gemacht habe. Aber wirklich, wirklich so traurig, dass der leer ist, weil ich kann ihn mir nicht nachkaufen. Ich würde, aber ich kann nicht, weil den gibt es nicht mehr. Ich habe da damals nachgefragt, wie ich gemerkt habe, dass er schon über die Hälfte leer ist, weil ich habe den immer nur verwendet bei besonderen Anlässen damals. Habe dann dort nachgefragt auf der Erotikmesse und die haben dann gesagt, den gibt es nicht mehr. Und ich war schon, okay, den darf ich nicht mehr so oft benutzen. Leider ist es bei mir immer der Fall. Aber ich bin stolz auf mich, dass ich den leer gemacht habe und werde die Flasche aufheben. Ich weiß, ich kleiner Messi. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich glaube, ich habe wieder nicht so viele aufgebraucht, aber was soll's? Man kann nicht alles haben. Es sind viele Sachen leer geworden, wo ich echt stolz sein kann. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss mehr. Irgendwie habe ich den Drang immer mehr. Ich sage jedes Mal auch zu meiner Cousine und zu Freunden und so, dass ich zu wenig aufbrauche und die sagen immer, das stimmt nicht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, es könnte mehr sein. Oder dass es früher mehr war. Aber ja, lassen wir das mal so stehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt es mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr alles so aufgebraucht habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!